So, da sind wir wieder zurück bei Tell Me Why. Wir haben gerade am Ende der letzten Folge gesehen, wie unsere Mutter um die Mutter von Eddie Brown getrauert ist, hat. Und wir sind auf der Suche nach Tessa, die sich da befindet. Wir gehen also erstmal nach links. She's gotta be here somewhere. Not this one. Still not the one. Allison. Is that her? What the hell was going on with you? What? Broke? Why didn't you say anything? We were your goblins. You didn't have to do it all alone. Tessa? Kids, I wasn't expecting to see. What are you doing here? What are you doing here? Feeling a little guilty, maybe? When we pass on, our graves are all anyone has to remember us by. Letting hers just fall apart would be cruel. I'm not a cruel person. Cruel enough to call social services on our mother. I wanted to protect you. Marianne was getting worse all the time. I was afraid that if things kept going the way they were, then one day... We were going to end up dead? Look, I'm sorry I didn't tell you the whole story back in the store, but I didn't want you to- Enough with the excuses. What the hell happened to her? Why'd you turn your back on us? Your mom was always just barely getting by, and over the years she burned a lot of goodwill. It got so bad, no one was willing to hire her. And the stress of that, well, it took its toll. I tried to help, but she pushed me away. She pushed us all away. In the end, she isolated herself from everyone. She was alone and out of options. She had us! Until you threatened to have us taken away! I couldn't let her drag you down with her! She had you stealing for God's sake! Your mother never wanted to be a part of this community. She always thought she was better than the rest of us. A spoiled little girl playing fairy princess in the woods. If she'd just settled down with someone instead of running around with married men, well... Just ask Sam Kansky how much better that would have been for everyone. Wait, what? Oh, God. What happened between them? I wasn't thinking. Please, just forget I said anything. Tessa! All I know is whatever went on, Laura left Sam over it. But I shouldn't have said anything about that. I promised I wouldn't. I'm sorry, kids. I get that Marianne wouldn't let you help her, but there had to be a better way to deal with it. Especially if she was having some kind of crisis. Yes, you're right. There were other things I could have done. Better things. I know I've made mistakes.
All I can do now is say that I'm sorry. If I could give you back your mother, I would. I don't deserve your forgiveness, especially yours, Tyler. But if there's a place for me in your lives, I'd like to be there. I have to know something first. Are you good with who I am? I've been thinking about that since you came home. I believe that my life is better for having lived it by God's word. But I also believe we don't always understand what he's saying to us. I pray for guidance, and seeing you standing here in front of me, such a strong and thoughtful young man, I think I have his answer. That means a lot to me. Thank you. Tessa, I know the last couple of days have been heated. I'm up for a fresh start if you are, but it's not really up to me. Tyler? I'm done losing people. And if we can't let people grow, then what the hell kind of chance do we have? Thank you. Both of you. Kids, I never knew your mother's whole story, but it was obviously very painful. She always said you two were the only good luck she'd ever had. I'm going to try harder to forgive her. I hope you can as well. If you two are in town tomorrow, come by the cafe. Lunch is on me. There gonna be coconut cake on the menu? You know, I think there just might be. I'll see you two tomorrow then. We'll be there. Come on. That was something, huh? Yeah, it was. I'd pretty much given up on her. But I guess sometimes people change. I know. I feel like a total ass right now. I bet Tessa's thinking the same thing. Yep. Things are gonna be real awkward my first day back in the office. Oh, I'm sure you'll both manage to never talk about today. Exactly. Awkward as hell. Ich finde, es war aber lange überfällig. Also, im Prinzip ist es, also sie ist natürlich ein Paradebeispiel von einem vernünftigen Menschen. Sie lässt sich von ihrem Glauben nicht verblenden. Ja, klar, ich wollte nur kurz mit den Leuten reden, aber gut. Not a bad view, right? Yeah. I get now why they put cemeteries in nice spots. Takes a little bit of the sting off. Well, this reunion's kind of gone off the rails, huh? Oh. You mean how we kind of turned Delos Crossing upside down and shook out all its nasty secrets? Yeah, but at least now we know what really happened. I can't thank you enough, by the way. Hey, brothers and sisters, right? But it's been way more brothers than sisters lately, which is why I'm trying to say thank you. You really don't have to. You saved my life, Allison. Only for you to end up locked up in fireweed for the rest of your childhood. Wait. Are you still blaming yourself for that? Don't. It was my choice. It's just... I stole your life, Tyler. And then I totally wasted it. That's not true. You're on your way to Denali. Michael's gonna be a famous chef. And what am I doing? Nothing. You were just dealing with what happened the way that you needed to, alright? As soon as we figure this shit out. We're gonna sell the house, and you're gonna go to Juno. You're gonna kick ass. You make it sound so easy. No. We never had a shot at easy. But we always pull through, right? Yeah. You're right. Hey. Wherever Ranger Tyler ends up next, he better come down from the hills to visit us city folk every now and then. You hear? For sure. And anyway, that's not gonna be for a while. We've got time. Oh, yeah. Of course. We do. So, I guess we know the story now, huh? Marianne was done with Delos, and Delos was done with her. Maybe she was too proud, but
She worked so hard for so long, and when she reached the end of her rope, no one was there to help her. Not even Tessa or Eddie. When she heard social services was coming, she gave up. But killed her kids? Really? I don't know. It still feels like there's something missing, right? You're never gonna understand what was going through her mind. I'll bet even she didn't. It's probably always gonna feel that way. I'm gonna fall asleep the second I hit the couch. You better rally. We still have to do some cleaning before bed. Do we have to? Hey, whoever packs the most gets the big couch tonight. Shit. Allison. I'll get the fire extinguisher. You all right? Allison, Barn. Stay there. I got it. There was a guy. He smashed me in the face with the door. What guy? What did he look like? I'm not sure. I couldn't see straight, and he was all in black. God, why would someone try to burn down our barn? I don't know. But I'm going to find out. Huh. At least you were spared. Ja, eins haben wir vergessen. Wahrscheinlich auf dem Friedhof. Asshole even dumped the drawers. I might have found something. This gas can was already here this morning. He went looking under the rug? Warte mal kurz, ich habe das hier nicht zu Ende gehört. He used this to start the fire. So, did Eddie teach you how to put out a fire? Nope. I taught myself. Na guck, du kannst doch was. Did he really have to smash everything? God. He really turned this place upside down. Hat er die Waffe gesucht? Weil Sam die ja damals angeguckt hat. He went looking under the rug? Ja, hier, das würde ich angucken. He went looking under the rug? Mein Gott. Is that a box under the barn? Yeah. What the hell? I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside? We should check it out. I'm gonna need to remove a few more planks to get to it. Where could we possibly find a tool to do that? Huh. These planks look newer than the rest. That corner used to be all dirt. For chickens. She was always saying how she was gonna make this place a real homestead. Little house on the tundra. Is that a box under the barn? Yeah. What the hell? I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside? We should check it out. I'm gonna need to remove a few more planks to get to it. Where could we possibly find a tool to do that? This guy went on a tear. Da ist doch was. I guess we know how he made the hole. Everything
Sorry, ich will den immer nicht abhaken, aber ich denke, da kommt immer nichts. Weil wir müssen das Brett hochstemmen. Das war jetzt nichts Neues. Step back. I'll be fine. Ich hätte ja Angst, dass der Typ zurückkommt. Ich weiß noch nicht, wer das ist. Irgendein Psycho. Well, I only know one person who'd bother to decorate a storage box like this. Marianne. Let's open it. 3 digits. Any ideas? Marianne was never really a numbers kind of person. What's that there? Some kind of carving. Not sure what it is, though. Müssen wir wohl mal ins Buch gucken. Das ist auf jeden Fall eine Kiste. Die Truhe, in der sie ihren größten Schatz verwahrt hatte, stand aufgebrochen und leer da. Wer hätte solch ein heimtückisches Verbrechen begehen können? Wer hätte es gewagt, sie ihres einzigen Schatzes zu berauben? Die alte Seehündin wurde von einem brodelnden Zorn erfasst, der das Wasser des Sees um sie herum erwärmen ließ. Eine Schlange freute sich all dieses Umstandes, denn das Wetter wurde mild und die Luft angenehm warm. Doch nach einigen Wochen begannen die Probleme. Als erstes starben die Fische, die im heißen Wasser nicht überleben konnten. Dann begannen die Gletscher zu schmelzen, das Wasser stieg, trat über das Seeufer und überflutete den Wald und die Wiesen. Und schließlich wurde es so unerträglich heiß, dass selbst der Eiskönig aus seinem langen Schlummer erwachte und sich aufmachte, nach dem Rechten zu sehen. Im tiefsten Teil des Sees fand er die tobende Hexe inmitten der Leichen ihrer Opfer. So groß war ihre Wut, dass das Wasser beinahe zu kochen begann. Der Eiskönig brauchte nicht lange, um zu verstehen, was vorgefallen war, und er forderte die Diebe auf, sich ihm entgegenzustellen. Die Diebe hatten keine andere Wahl, als sich zu zeigen, denn niemand wagte, sich dem Eiskönig zu widersetzen. Die listigen Kobolde erschienen mit dem Spiegel in den Händen. "Warum habt ihr den Spiegel gestohlen?", fragte der König. "Wir waren bloß neugierig und wollten sehen, wer wir wirklich sein möchten", entschuldigten sich die Kobolde. "Aber das blöde Ding ist kaputt. Wir haben überhaupt nicht anders ausgesehen." "Das bedeutet nicht, dass es nicht funktioniert hat", lächelte der Eiskönig. "Nun entschuldigt euch und übergebt den Spiegel mir, denn er ist zu mächtig, um von Dieben oder bösen Hexen verwendet zu werden." Die Kobolde entschuldigten sich und überreichten dem Eiskönig den Spiegel, doch die alte Seehündin war immer noch zornig. "Und was ist mit mir?", fragte sie. "Ich wurde meines Schatzes beraubt und verlange Wiedergutmachung." Der Eiskönig runzelte die Stirn und erhob abermals das Wort. "Alte Hexe, du bist grausam und bösartig, aber ich muss eingestehen, dass dir Unrecht getan wurde. Von nun an sollst du den See verlassen dürfen und in deiner wahren Gestalt als alte Hexe auf der Erde wandeln. Aber einzig und allein bei Vollmond, und ihr Kobolde solltet euch lieber vom See fernhalten, denn ich werde euch nicht von dem Zorn der Mondhexe bewahren." Und das war die Geschichte, wie die beiden Kobolde der Mondhexe zu ihrem Namen verhalfen. Das hat mir gar nichts gebracht. I think we just need to break the lock. Nee, ich schaff das. Ist halt scheiße wirklich, dass das nicht übersetzt, dass die wenigstens nicht da drin das übersetzt haben. Wait. Look. Ach, dieses Auge. Okay. Es war mal in einem tiefen uralten Wald, dass ein verfrühter Wintersturm die ganze Landschaft in eine dicke Schneedecke hüllte. Es war noch so früh im Jahr, dass die Geschöpfe des Waldes selbst für einen milden Winter noch nicht gewappnet waren, und alle waren sich einig, dass dieser Sturm ein Vorbote dafür war, dass der Eiskönig einen langen, harschen Winter bereithielt. Die Prinzessin war in einem Königreich aufgewachsen, wo das gesamte Jahr über die Sonne schien, und die Kobolde waren noch so jung, dass niemand im großen Holzhaus wusste, was zur Vorbereitung auf den Winter zu tun war. Das Haus war weder wind- noch wetterfest, und sie hatten weder genügend Brennholz noch Nahrung. Nur die fromme Pelikandame bemerkte ihre Not, und als die Zeit kam, mit den anderen Vögeln gen Süden zu fliegen, war ihr Herz schwer vor Trauer. "Was kann ich tun?", dachte die Pelikandame. "Ich bin ein Zugvogel, und sollte ich bleiben, was wird dann aus meinem Schwarm?" Als die Zeit zum Abflug gekommen war, konnte sich die Pelikandame kaum vom Boden aufraffen. Es war, als säße ein Klumpen Blei mitten in ihrer Brust. "Was kann ich tun?", dachte sie. "Ich bin ein Zugvogel, und sollte ich bleiben, was wird aus meinem Schwarm?" Es gelang ihr gerade so, vom Boden abzuheben, und sie musste mit aller Kraft mit den Flügeln schlagen, um zu den anderen Vögeln aufzuschließen. Kaum hatte die fromme Pelikandame die Reise begonnen, brauste der Sturm auf und
peitschte den armen Vogel wütend hin und her. Die Pelikandame war weit hinter ihren Schwarm zurückgefallen und bereits sehr müde geworden, doch bei allen Herausforderungen in den Lüften wusste sie doch, dass die Dinger am Boden weitaus schlimmer standen. Ein bitterer Frost hatte sich über den gesamten Wald gelegt, das Bleigewicht in der Brust der Pelikandame wurde schwerer und schwerer, als sie an die Prinzessin und die Kobolde dachte. »Was kann ich tun?« dachte sie. »Ich bin ein Zugvogel und sollte ich bleiben, was wird aus meinem Schwarm?« Der Sturm gewann an Kraft und die Pelikandame geriet in ein wildes Schneetreiben. Doch anstelle von Verzweiflung spürte sie nur das Gewicht in ihr, das gewachsen und gewachsen war, bis den Vogel zu Boden reißen drohte. Die Pelikandame hatte sich verpflichtet gefühlt, der Prinzessin und den Kobolden zu helfen. Doch sie hatte ihren Ruf ignoriert. »Ich hätte bleiben sollen«, dachte sie. »Es wäre nur gut und richtig gewesen und jetzt habe ich mich verirrt und keine Möglichkeit mehr, meinen Fehler wieder gut zu machen.« Plötzlich wurde sie aus der Luft gepflückt und in der Halle des Eiskönigs niedergesetzt. »Pelikandame«, sprach der König. »Du hast Greise um meinen Berg gedreht.« »Ich habe mich verirrt«, entgegnete die Pelikandame, »und die Schuld in meinem Herzen hat mich zu Boden gedrückt.« Der Eiskönig musterte die Pelikandame mit weißem Blick. »Ist es Schuld oder nicht doch etwas anderes? Öffne deinen Schnabel.« So griff er der Pelikandame in den Rachen und zog einen leuchtenden Stein hervor. Die fromme Pelikandame stellte erstaunt fest, wie sehr der Stein sie wärmte und wie er Kälte und Zweifel in die Flucht schlug. »Du weißt, was du zu tun hast«, sagte der Eiskönig. Die fromme Pelikandame flog auf das große Holzhaus zu. Der Schnee war bereits durch die vielen Risse in seinen Wänden verweht und die Dielen waren mit Eis überzogen. Die Pelikandame fand die Prinzessin und die Kobolde beinahe erfroren vor dem kalten Ofen vor. »Nein!« schrie sie und legte den Stein in den Schoß der Prinzessin. Die Wärme des Steins verteilte sich in Windeseile im ganzen Haus und schmolz alles, was zuvor noch gefroren war. Die Prinzessin schloss die Pelikandame in die Arme und die Kobolde klammerten sich an ihre Beine. »Danke!« schluchzten sie bitter sehr, erwiderte die Pelikandame mit einem zufriedenen Lächeln. »Was ist das?« fragte die Prinzessin und deutete auf den wundersamen Stein. »Zuerst«, sagte die Pelikandame, »dachte ich, es sei meine eigene Schuld, doch als der Eiskönig es aus meinem Inneren vorzog, entdeckte ich, dass es etwas weitaus Mächtigeres war. Just in diesem Moment legte sich der Sturm und ein frisches Blau zog über den Himmel. Die Pelikandame füllte die Speisekammer des großen Holzhauses mit Essen aus ihrem Schnabel, ehe sie sich mit dem Wissen in die Lüfte erhob, dass alle Bewohner des großen Holzhauses bis zum kommenden Frühling wohlig warm und wohl genährt sein würden. Und das war die Geschichte davon, wie die fromme Pelikandame die kluge Prinzessin und die listigen Kobolde vor dem langen Winter bewahrte. Hey, doesn't that carving look like the secret keeper from the Book of Goblins? Was? Finding anything? Just give me a sec. We wrote a shit ton of stories. Da. Okay. Die Kobolde erhalten die Gabe der Stimme. Es war einmal im alten, tiefen, uralten Wald zwei listige Kobolde, die sie Geheimnishüterin dabei erblickt. Da, Geheimnishüterin, da haben wir's. Okay, jetzt sind wir bei der richtigen Story, sorry. Aber ich finde die Geschichten generell geil gemacht. Also es ist jetzt kein Versäumnis meiner Meinung nach, dass wir die da mal lesen ab und zu. Ich muss nur kurz was trinken, bevor ich weiterlese. Aber klar, man kann diese Geschichten als Spielzeitstreckung bezeichnen. Ich finde die aber wirklich echt gut und lustig gemacht. Und sie bauen ja in jeder Geschichte eine Geschichte ein. Wir haben jetzt nur leider zu viel gelesen, weil es halt Englisch und Deutsch ist. Das ist halt ein bisschen das Problem.
Es waren einmal in einem tiefen uralten Wald zwei listige Kobolde, die die Geheimnishüterin dabei erblickten, als sie ihre Runden drehte, um die Geheimnisse der Tiere im Wald in Erfahrung zu bringen. Wie kommt sie nur an diese Geheimnisse? Glaubst du, sie öffnet ihre Köpfe? Sagte der eine Kobold. Finden wir es heraus? Sagte der andere. Und so beobachteten die Kobolde die Geheimnishüterin. Sie beobachteten sie, bis der stattliche Elch auf sie zukam. Der Elch ließ den Kopf tief hängen. Es war meine Schuld. Ich habe den schlechten Weg gewählt. Ich kann die Erinnerung nicht mehr ertragen. Die Geheimnishüterin nickte und schaute dem stattlichen Elch in die Augen. Die Kobolde hörten nichts, wussten aber, dass sie mit dem Elch sprach. Die Geheimnishüterin konnte nämlich mit Hilfe der Gabe der Stimme nur mit ihren Gedanken mit anderen sprechen. Nach ein paar Minuten blinzelte der stattliche Elch. Ich fühle mich irgendwie leichter, sagte er. Habe ich dir etwas gegeben? Die Geheimnishüterin nickte erneut und reichte ihm eine Münze. Der stattliche Elch verstand und trottete weiter. Er sperrte die Kobolde, die sich im Wald versteckten, und warf ihnen einen argwöhnischen Blick zu. Er wusste, dass sie oft Unfug ausheckten, aber die zwei Kobolde pfiffen unschuldig vor sich hin und so konnte der Elch nur weiterziehen, schließlich hatten sie nichts Schlimmes getan. »Ich muss wissen, was das für ein Geheimnis war«, sagte der eine Kobold. »Los, kaufen wir es!« Also gingen die Kobolde zur Geheimnishüterin, bevor sie das Geheimnis des Elchs verstauen konnte. »Wir wollen das Geheimnis des Elchs kaufen. Was könnt ihr mir dafür geben?«, fragte die Geheimnishüterin mit ihrer Gabe der Stimme. Die Kobolde holten eine Haarbürste mit silbernem Griff hervor, die der Prinzessin gestohlen hatten, und die Geheimnishüterin nickte. So erfuhr sie Kobold, dass die Gefährtin des Elchs an eine Klippe in den Tod gestürzt war. Die Geheimnishüterin ging weiter. Der eine Kobold sagte, ich will noch mehr wissen. Also folgten die Kobolde der Geheimnishüterin, um herauszufinden, wo die ihre Geheimnisse aufbewahrte. Sie folgten ihr bis zur Spitze eines nahegelegenen Bergkamms und sahen, wie sie alle Geheimnisse, die sie an einem Tag gekauft hatte, hoch oben in einer Wolke verstaute. Als sie weg war, kletterten die Kobolde auf eine hohe Fichte, die dem bedeckten Himmel verschwand. Sie schafften es gerade so, die Hände hineinzustrecken. Sofort sprach ein Sturm los. Ein Strom von Erinnerungen über sie herein. Und sie zogen die Hände zurück, als hätten sie in kochendes Wasser gesteckt. Tränen stürmten in die Wangen herunter, als die Geheimnishüterin wiederkam, fanden sie die Kobolde weinend auf der Fichte sitzen. »Ihr habt meine Geheimnisse gestohlen«, sagte die Geheimnishüterin wütend. »Gebt sie mir zurück.« Die listigen Kobolde hörten sofort auf zu weinen. Sie witterten eine Chance. »Und was bekommen wir dafür?«, fragten sie. »Ihr könnt die silberne Haarbürste wieder haben«, schlug die Geheimnishüterin vor. »Für so viele Geheimnisse? Pah, da musst du uns schon mehr bieten.« »Und wie wäre es«, sagte die Geheimnishüterin, »wenn ich die Gabe der Stimme mit euch teile?« Das gefiel den listigen Kobolden. »Abgemacht!« Und so verlieh die Geheimnishüterin den Kobolden die Gabe der Stimme. Die Kobolde merkten sofort, dass sie wirklich die Gedanken des anderen hören und die Gefühle des anderen fühlen konnten. Sie gaben die gestohlenen Geheimnisse zurück und liefen zurück zum großen Holzhaus. Dort sahen sie, dass die Prinzessin gerade Essen zubereitete. Aber als sie versuchte, ihre Gedanken zu lesen, konnten sie nichts vornehmen. Sie versuchten, den Gedanken mit ihr zu sprechen, aber sie konnte sie nicht hören. Offenbar hatte die Geheimnishüterin die listigen Kobolde überlistet. Sie hatte ihnen nur so viel von ihrer Kraft gegeben, dass sie die Gabe der Stimme aufeinander anwenden konnten, aber nicht auf andere Waldbewohner. Und das war die Geschichte davon, wie die Kobolde... Wasn't it? Come on. I think we just need to break the lock. There must be something in here we can use to get it open. Preferably without destroying the box. Hey, doesn't that carving look like the secret keeper from the Book of Goblins? Da. Eins. Da unten ist eine Eins. Eine Drei und eine Null. 1, 3, 0. Wow, nicht mal in der Geschichte versteckt. That did it. Wow. Aber gut. Und das ist halt, glaube ich, sowas, wenn man halt die englische Originalgeschichte liest, dann ist es halt besser. Aber es ist halt jetzt durch diese deutsche Überding... Deswegen, wenn sie das Geschichtenbuch wirklich auch auf Deutsch übersetzt hätten und auch so eingearbeitet hätten, dass es nicht einfach so ein Overlay ist, dann wäre es besser gewesen. Weil dann... Weil so gehst du ja wirklich auf die Seite, gehst auf Lesen und... siehst zum Beispiel diesen Hinweis auf der Seite gar nicht. Guessing she didn't know how much of an ass he'd turn out to be. Liebste Mary Ann, ich muss dich wiedersehen. Ich weiß, wie das jetzt klingt und ich möchte nicht, dass du dich für meinen Schützenjäger hältst, der jede Frau nachrennt.
die neuen Delos Crossing ist. Ich habe meine Gelübde immer ernst genommen und durch mein Treffen mit dir hat alles verändert. Wenn wir zusammen sind, fühlt es sich an, als würde ich im Dunkeln ohne Scheinwerfer mit 120 die Autobahn entlang rasen und ich will, dass diese Gefühle nie vorbeigeht. Dass dieses Gefühl nie vorbeigeht. Ich weiß, dass es falsch ist und wir beide viel zu verlieren haben, aber ich muss dich einfach wiedersehen. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Auch so, Herzchen. Fürs nächste Mal habe ich dir eine Kleinigkeit gekauft. Ich kann es kaum erwarten, dich darin zu sehen. Von wem ist das? Fuck. That's rough. Marianne, es tut mir leid, dass du in diese Lage bist. This guy tried to push Marianne to get an abortion. Du glaubst, even though she wanted to keep us. Du wärst eine tolle Mutter und ich habe keine Zweifel, dass du es eines Tages auch sein wirst. Aber hier und heute müssen wir dafür sorgen, nicht gleich drei Leben zu ruinieren. Meine Ehe ist schon länger zerrüttet, aber das verdient sie nicht. Doch vor allem mache ich mir Sorgen um dich. Die Menschen hier zerreißen sich gern das Maul und ich möchte nicht, dass du das durchmachst. Ich weiß, dass du zurzeit etwas knapp bei Kasse bist und ich werde mein Möglichstes tun, um dir zu helfen, das Richtige zu tun. Sag mir einfach, wie viel du brauchen wirst. Richtiges Arschloch. Ich mache das ja nur für dich, weil die Leute sich hier das Maul zerreißen. Ja, ja. That's everything. What the hell? So, Marianne hid a box under the barn. Box full of letters from our deadbeat dad. He turned the whole place upside down and didn't take anything. All he wanted was that box. And he was willing to burn down the barn to get rid of what was inside. You know what it all means, right? Yep. That guy had an affair with Marianne, and he just tried to torch the evidence. He must have heard we were clearing out the house. He was worried we'd find it. You know, I can't shake the feeling I've seen him here before. Warum muss es jetzt so gruselig werden? Ich habe irgendwie Angst. But I haven't forgotten anything about that night. I would have said the same thing, but something felt different. I need to see the rest. But you know what happens down there. That's the thing. I'm not sure I do. All right. Let's go. Gleich, da ist ein Fußabdruck. Maybe fishing boots? This is where he tripped. Mad Hunter! Damn. He ran straight for it. No stops, no turns. He was on a mission. Was someone here that night? In the woods? No. It was just... I saw... The Mad Hunter! What? No. That was the Mad Hunter. What? What are you talking about? That night... I thought I saw the Mad Hunter in the woods, but I guess it was just some asshole. Some asshole who just fucking stood there and watched while our mother chased me with a shotgun. Do you think it was the same guy? Maybe. I mean, it had to be him, right? They were wearing the same fishing gear. Yeah, unless everyone who wants to mess with us is coordinating outfits. And wait, he was here once before, wasn't he? A few days before Marianne died? Maybe. Hold on. Do you feel that? Trail ends here. It looks like he jumped into the gully. Hey,
Are there footsteps on the other side? Yeah. That must be where he climbed out. Well, he's long gone. Tyler, not there. Our mother fought with someone on the dock. About us. We need to know if it was the same guy. But what if it's not that memory? What if it's... I can't go through that again. We have to take that chance. But do we really? I mean, someone just tried to burn our barn down. Yeah, and that means we've got to be close to something. I'm not going on that dock. Just one more time, please. There's always just one more. Every time it seems like we're done with this, something new pops up. What if this is the only chance to figure out who our father is? Then we go on living our lives without him, just like we always have. Come on, we need to know the truth. For her. What if I don't want to know the truth, huh? Did you ever consider that? No. You just push and push and- You have to take responsibility for your part in Marianne's death. What? How can you say that to me? I didn't. But I did, right? Earlier, to Eddie. But I swear I didn't just say that to you. So we can't even trust our own voices now? God, I don't know. Allison. I'll do it. Let's go. Bed. I told you that would happen. We almost had it though. That was us watching Marianne fight with that guy. Try to focus on him, all right? Don't think about anything else. I'll try. I don't owe you anything. You've been a little all over the place lately. All over the place? I've just been trying to survive. If you want to make sure I don't get desperate, you could help us out. Lend me some money. What happened? Why did it stop? I can't, Tyler. But we were so damn close. I'm sorry, but I'm done. That's it? You're just giving up, just like that. You can't do this. We owe her. Marianne is gone, Tyler. And nothing we do is gonna change that. Don't go, please. You can't keep running from this alley, or it's only gonna get worse. Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet! We don't want Mom to catch us out of bed.
lend me some money. There's no money. I've never asked you for anything, but right now they need you. It's not gonna happen. I've got everything I need to nail your ass in that barn. And just what do you think happens after that? What do you mean? Well, if those kids have a father, you really think there's a court out there that'll let you keep them? No! You have no claim to my children! Get the hell off my property, now! If you ever come back here, I'm going to kill you! Allison? Ich bin mir nicht sicher, ob dieser alte Mann, der mit uns auf der Fähre war und den wir heute wieder oder letzte Folge im Laden gesehen haben, ob das ein Zufall ist, dass der jetzt auch gerade hierher kommt in das Örtchen. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Tyler war erleichtert, dass Allison seine Erinnerung im Haus wählte. Tyler fühlte sich übergangen, als Allison die Wohnungsbesichtigung annahm. Ach komm, 65% haben den Termin abgelehnt, so ein Schwachsinn. Wir wollen das Haus verkaufen, das ist unser Sinn, unser Ziel. Aber ich glaube wirklich, dass dieser alte Sack... vielleicht was damit zu tun. Einerseits wäre es offensichtlich, andererseits wäre es aber auch gar nicht so offensichtlich. Aber auch die Stimme kam mir irgendwie bekannt vor. Naja. Okay, 82% haben wir ziehen. Okay. 76% haben das Kompliment angenommen. Ich meine, wieso auch nicht? 81%, ich glaube mal die 19 sind halt auch immer so Leute, die es dann nochmal spielen und was anderes probieren, aber ich glaube, das war das einzige Richtige, was man tun konnte. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. There's something else. Look at this. What do you think? Should we give it a shot? I think the crafty goblins have one more hatch to sneak through. Let's go.